Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, Herr Professor Dr. Forst, Herr Professor Dr. Felsch, Herr Professor Dr. Günther, Herr Kaube, Herr Dr. Wiggershaus, Frau Schmidt, liebe Gäste. Im Namen der Stadtbücherei darf ich Sie ganz herzlich zum letzten Abend in der Diskussionsreihe 50 Jahre in Bewegung 1968 und die Folgen hier in der Stadtbücherei begrüßen. Mein Name ist Birgit Lotz und ich leite die zentralen Bibliotheken der Stadtbücherei Frankfurt am Main. Und ich freue mich wie immer sehr, dass Sie heute auch wieder so zahlreich erschienen sind zu einer Veranstaltung der Bürgeruniversität hier in unserem Hause. Hauptsache Theorie, fragt der Titel des heutigen Abends, der sich mit 1968 und der Exklusivität des Diskurses beschäftigt. Die Reihe, die mit diesem Abend ihren Abschluss findet, ist eine Kooperation der Goethe-Universität mit dem Exzellenzcluster Die Herausbildung normativer Ordnungen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Stadtbücherei. Ja, für uns als Stadtbücherei neigt sich ein Jahr mit einem vielfältigen, umfangreichen Veranstaltungsprogramm dem Ende zu. Ein Veranstaltungsprogramm, das in Kooperation mit vielen Partnern und Institutionen in der Stadtgesellschaft entstanden ist. Veranstaltungsarbeit, das wissen all die, die öfters zu unseren Veranstaltungen kommen, ist uns als Haus sehr wichtig. Kommen wir damit doch auch unserem Bildungsauftrag nach und werden unserer Funktion als ein Ort der Begegnung und der Wissensvermittlung gerecht. Und so darf ich Sie auch an dieser Stelle, der kleine Werbeblock, aufmerksam machen und einladen zu unserer nächsten und letzten großen Veranstaltung in diesem Jahr. Wohlgemerkt unserer großen letzten Veranstaltung. Die Bürgeruni hat noch einige Veranstaltungen auf dem Programm. Nächsten Mittwoch, also hier im Haus am 12.12., wird Micha Prumlik im Rahmen der Vortragsreihe zu den Frankfurter Positionen hier in der Zentralbothek sprechen. Alle Welt sei untertan der Obrigkeit, wie demokratietauglich sind Religionen. Sie sind herzlich eingeladen. Ich darf nun das Mikrofon an Herrn Professor Dr. Forst übergeben und wünsche uns wie immer einen interessanten und anregenden Abend hier in der Stadtbücherei. Ja, liebe Frau Lotz, vielen Dank. Vielen Dank für diese freundlichen Worte. Vielen Dank auch, dass wir hier sein dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Rainer Forst. Ich spreche für den Forschungsverbund Normative Ordnung, dem ich gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Klaus Günther vorstehen darf. Wir haben uns diese Veranstaltungsreihe, deren letzter Abend und Höhepunkt dies hier ist, wir haben uns diese Reihe gemeinsam mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Universität Frankfurt ausgedacht, weil klar war, das Jahr 68 kann man nicht ohne Reflexionen und Erinnerungen, was da so los war, vorbeiziehen lassen. Und klar war auch schnell, das kann man nicht an einem Abend machen. Wir haben uns dann auf 4 beschränkt. An einem Abend haben wir den Aufbruch in die Demokratie diskutiert, am anderen das entfesselte Ich und die neuen Lebensformen, die damals entstanden sind oder auch nicht entstanden sind oder entstehen sollten nur. Wir haben über die Vergangenheitsbewältigung oder die Nicht-Vergangenheitsbewältigung, wie die 68er das sahen, einen dritten Abend gehabt. Und dann war ganz offensichtlich, dass wir an dem letzten Abend, da wir an der Universität nicht wenig in den Sozial- und Geisteswissenschaften, insbesondere von den Theoriedebatten der 68er geprägt sind, dass wir gar nicht umhin kommen, über diese Debatten, was damals als Theorie galt und wie theorietrunken diese damalige Zeit war, dass wir dem einen Abend widmen sollten. Ich freue mich sehr, dass so wunderbare Experten hier zu uns gefunden haben. Ich danke allen Kooperationspartnern noch einmal ganz herzlich für diese Reihe und allerherzlichst der Moderatorin des heutigen Abends, Rebecca Caroline Schmidt. Die wird nämlich die 4 Teilnehmer des Podiums vorstellen, aber sie kann sich nicht selbst vorstellen. Sie ist Geschäftsführerin unseres Clusters, unseres Forschungsverbunds, ohne die dort überhaupt nichts liefe. Sie ist eine erstklassige Juristin und auch Expertin für die Themen, die wir hier besprechen. Und ich danke dir sehr, Rebecca, dass du das übernommen hast.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Frau Lotz, lieber Rainer Forst, herzlichen Dank für die freundliche Einführung und dass wir hier mit der vierten Veranstaltung in dieser Reihe wieder zu Gast sein dürfen. Also auch meinerseits und unsererseits vom Podium herzlich willkommen und den besonderen Dank an die Kooperationspartner nochmal von dieser Stelle. Der Titel der gemeinsamen Reihe von der Goethe-Universität, dem Forschungsverbund Normative Ordnung und der Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sie haben es gesehen, heißt 50 Jahre in Bewegung, 68 und die Folgen. Und er beschäftigt uns und vielleicht auch Sie, einige Gesichter sehe ich wieder, schon das ganze Jubiläumsjahr. Und wie bereits erwähnt, haben wir andere Themenaspekte dieses Spektrums bereits sehr intensiv mit prominenten Vertretern und Vertreterinnen diskutiert. Heute nun zum Thema Hauptsache eine Theorie 1968 und die Exklusivität des Diskurses nochmal ein ganz anderer, ein theoretischer Zugang. Ich möchte Sie ganz kurz darauf hinführen. Adorno sprach in seiner Vorlesung von der Gegenwart als Zeit der Theorie. Der vielfach als hermetisch angesehene Sprachgestus der 68er ist legendär und wurde jahrzehntelang liebevoll gepflegt. Dabei, so sagt man, entstanden hochabstrakte Sprache- und Diskursformen, zu denen sicherlich auch problematische Folgen, eine starke Exklusivität und Herausforderungen bei der gesellschaftlichen Anschlussfähigkeit zählen. Auf der einen Seite, also die vielfach kritisierte Exklusivität, auf der anderen Seite hat aber auch gerade die Liebe zur Theorie allen Versuchungen entgegengewirkt, auf gesellschaftlich-politische Phänomene allzu einfache Antworten zu geben und sich mit oberflächlichen Erklärungen zufrieden zu geben. Heute Abend versuchen wir also zwischen Relevanz, Exklusivität, womöglich einer aufkommenden Theorie Müdigkeit zu fragen, was bedeutete eigentlich Theorie während der Zeit der Studierendenproteste und in der Folge von 68? Worin bestand denn die existenzielle Bedeutung der Theorie für so viele diejenigen, die an der Protestbewegung beteiligt waren? Wie erklärt sich die Exklusivität dieses Diskurses? Und vor allem, das haben Sie dem Titel auch entnommen, welche Entwicklungen hat die Theorie in der Folge genommen und was bedeutet das für uns heute? Was von diesem Denken, das würden wir im Anschluss dann gerne auch mit Ihnen diskutieren, kann denn heute noch als zeitgemäß, als zukunftsweisend bezeichnet werden? Oder brauchen wir heute in Zeiten des Pragmatismus, wie viel gesagt wird, keine Theorien mehr oder andere Theorien? Und was für eine Folge hätte eine solche Entwicklung? Das sind grob umrissen die wenigen Fragen, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen wollen. Und Sie sehen schon, ich meine das nicht ganz ernst. Aus meiner Sicht sind es so viele Fragen, sodass wir mit der Tiefe und der Breite heute Abend sehr viel länger diskutieren könnten, insbesondere da wir das große Glück haben, vier große Theoretiker, Theoriekenner und insbesondere auch aufmerksame Beobachter der gesellschaftlichen Wirklichkeit auf dem Podium sitzen zu haben. Und jetzt behaupte ich das mal ganz steil und Sie können mir ja gleich widersprechen, wir haben heute ganz verschiedene Theorieansätze, Disziplinen und auch Tätigkeitsbereiche, die wir behandeln werden, hier abgedeckt mit unseren Podiumsgästen und werden die miteinander ins Gespräch bringen. Und ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen, das gehört zu den Gepflogenheiten, auch wenn die meisten von Ihnen wahrscheinlich die Herren links und rechts von mir kennen, möchte ich sie Ihnen präsentieren. Zu meiner Linken sitzt Philipp Feld, Professor für Kulturgeschichte an der HU Berlin. Er ist Historiker und Kulturwissenschaftler und sehr bekannt als Autor des Buches Der lange Sommer der Theorie, Geschichte einer Revolte 1960 bis 1990, das sicherlich sehr viele von Ihnen in den letzten 3 Jahren seit seinem Erscheinen gelesen haben, das auf große Resonanz gestoßen ist, sehr intensiv rezensiert wurde, unter anderem auch von Mitgliedern dieses Podiums, das ihm einige Preise und Nominierungen eingebracht hat und Anlass zu einem gleichnamigen Kinofilm gegeben hat, den Sie vielleicht auch kennen. Falls Sie es nicht kennen, er erzählt in diesem Buch die Geschichte der Theorie entlang der Entwicklung des Westberliner Merve Verlags, der neben dem Frankfurter Surkamp Verlag das Genre der Theorie in Deutschland etabliert und mitgeprägt hat. Er selbst hat die Auseinandersetzung mit dem Werk und mit der Theorie Michel Foucaults als sein intensivstes Bildungserlebnis während des Studiums bezeichnet. Und weil es so wunderbar zum Thema unseres Abends passt, möchte ich beginnen mit einem kurzen Zitat aus dem Buch von Herrn Felsch, damit Sie den Aufhänger und auch natürlich die Schreibweise von Herrn Felsch kurz kennenlernen. Theorie war mehr als eine Folge bloßer Kopfgedanken. Sie war ein Wahrheitsanspruch, ein Glaubensartikel und ein Lifestyle-Accessoire. Die Frankfurter Schule, der Poststrukturalismus, die Systemtheorie wurden zu Marken mit Bestseller-Auflagen.
In Adornos Büchern entdeckten die westdeutschen Studenten die Poesie der Begriffe. Zu Beginn der 60er Jahre profilierte sich die Neue Linke gegen den Pragmatismus der Sozialdemokraten unter dem Banner ihrer Theoriearbeit. Das kommt vom Delegiertenkongress in 62. Wer die Welt verändern will, der musste sie in ihren Augen zunächst durchdenken. Mit der Philosophie der Professoren, die sich darauf beschränkten, den Sinn von Sein oder die Texte der Klassiker auszulegen, hatte dieses Denken aber nichts zu tun. Dem werden wir auch nachspüren. Statt auf ewige Wahrheiten zielt es auf eine Kritik der Verhältnisse ab. Es liegt auf der Hand, warum Herr Felsch bei der Diskussion des heutigen Abends auf keinen Fall hätte fehlen dürfen. Herr Professor Felsch, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Daneben haben wir erfreulicherweise bereits zum Auftakt der Reihe und nun zum zweiten Mal Jürgen Kaube, einen der Herausgeber und bekanntesten Vertreter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei uns, der die Reihe, das darf man ja jetzt sagen, nachdem es unser Direktor Herr Forst gesagt hat, mit uns gemeinsam auch entwickelt hat. Er ist Ihnen sicherlich bekannt für seine, darf man das sagen, scharfzüngigen Kommentare oder jedenfalls pointierte Analysen der Wissenschafts- und Bildungspolitik, seine soziologischen Aufsätze zu gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Aber für diese Diskussionsrunde von Bedeutung, das erlaube ich mir wertend einfließen zu lassen, ist sein theoretischer Hintergrund. Er war nicht nur Assistent bei Niklas Luhmann in Bielefeld, sondern er betont auch immer wieder, dass er durch Luhmann überhaupt erst die Soziologie für sich entdeckt habe, was bei jemandem, der einen Abschluss als Volkswirt gemacht hat, ja nicht zwingend auf der Hand liegt. Und daher der Weg eines an Luhmann geschulten Denkens in das Feuilleton der FAZ wäre sicherlich auch eine interessante Geschichte für diesen Abend oder den Anschluss. Jürgen Kaube schreibt nicht nur für die FAZ, er ist Autor zahlreicher Bücher. Exemplarisch möchte ich nur nennen Max Weber, Ein Leben zwischen den Epochen. Und eines, was, das müssen wir noch klären, möglicherweise auch als Auseinandersetzung mit den Folgen von 68 verstanden werden könnte. Ich habe es auch mitgebracht. Otto Normalabweicher, der Aufstieg der Minderheiten. Da hätte ich auch eine Frage an Sie. Ich freue mich sehr, Herr Kaube, dass Sie heute Abend mit uns diskutieren. Herzlich willkommen. Als Gast ganz zu meiner Rechten möchte ich Ihnen Rolf Wiggershaus vorstellen, der sicherlich sehr vielen von Ihnen bekannt ist als einer der wichtigsten Chronisten der Frankfurter Schule. Das von ihm 68 erschienene gleichnamige Buch, Die Frankfurter Schule, handelt von der Geschichte, theoretischen Entwicklung, der politischen Bedeutung der sogenannten kritischen Theorie. Dem Hause nach selbst Philosoph und sehr nah an dem, was wir heute beschreiben, wurde Herr Wiggershaus 74 in Frankfurt am Main promoviert bei Jürgen Habermas mit einer Arbeit über Wittgenstein, Austin und Searle. Nach dem bereits erwähnten Standardwerk zur Frankfurter Schule, das in viele Sprachen übersetzt wurde, hat Herr Wiggershaus auch weitere Monographien zu Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas veröffentlicht. Er schreibt, das ist für die Universität Frankfurt ein großes Privileg, häufig für die Zeitschrift Forschung Frankfurt der Goethe-Universität und hat in diesem Jahr bereits zahlreiche Vorträge gehalten, in denen er sich mit den Entwicklungen der kritischen Theorie gerade auch im Verhältnis zu den Studentenprotesten der 60er Jahre beschäftigt hat. Es gibt also niemanden, der uns einen besseren Überblick geben könnte über die Geschichte der Theorie, namentlich der kritischen und deren Entwicklungen und 68. Herr Dr. Wiggershaus, ich bin sehr froh, dass Sie heute Abend bei uns sind. Herzlich willkommen. Und schließlich zu meiner Linken Klaus Günther, Professor für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozessrecht an der Goethe-Universität und Co-Sprecher des Exzellenzclusters, wie eben schon genannt, und wiederum eng im Verhältnis zum heutigen Thema Mitglied des Vorstands des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Nach dem juristischen Staatsexamen war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschulassistent in einer rechtstheoretischen Arbeitsgruppe unter der Leitung von Jürgen Habermas, in dessen Kontext nicht nur seine Dissertation mit dem Titel Der Sinn für Angemessenheit erschienen ist, die anschließend in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, sondern auch das Habermasche Werk Faktizität und Geltung, das bekanntlich als Grundlagenwerk zur Ausarbeitung der Habermaschen Diskurstheorie des demokratischen Rechtsstaats angesehen werden kann. Klaus Günther hat seitdem und bis in die heutige Zeit, und das
prägt den einen oder anderen. Es gibt also sozusagen, das haben wir im Vorgespräch festgestellt, nicht nur viele Disziplinen und Perspektiven, sondern auch viele unterschiedliche Jahrgänge, die Nachgeborenen, die vielleicht Zeitzeugen. Klaus Günther hat also die Entwicklung der kritischen Theorie zumindest ab einem gewissen Punkt miterlebt und natürlich als einer der führenden Vertreter geprägt, insbesondere im Hinblick auf die rechtstheoretische Dimension und die Frage der Rationalität von Anwendungsdiskursen, die wir sehr intensiv aus seiner Dissertation entnehmen können. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, Herr Professor Günther, lieber Klaus, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Das hält man nämlich eh nicht durch. Also, herzlich willkommen. Sie haben die Vorstellung hinter sich und Sie sehen, wir haben ein Podium versammelt, das nicht nur verspricht, die wichtigsten Theorieansätze der letzten Jahre ins Gespräch zu bringen. Das ist jetzt eben meine steile These. Adornoianer, Habermasianer, Foucault, Liebhaber und Niklas Luhmann, Schüler, das ist das eine. Wir haben auch ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche, in die sich die Theorie gewissermaßen verbreitet hat. Sei es innerhalb der Universität oder außerhalb der Universität, in der Zeitung oder auch in den weiteren Tätigkeiten, die in der Veröffentlichung und innerhalb der Universität durch unsere beiden Professoren. Und dann natürlich eben die Soziologie, die Kulturwissenschaft, die Rechtsgeschichte und die Ideengeschichte. Und jetzt kommt sozusagen die Warnung für Sie für den heutigen Abend. Es wäre angemessen, dass wir, wir haben gehört, Herr Kaube muss heute um 3 Uhr den nächsten Zug nehmen, also dass wir mindestens 6 Stunden diskutieren, wenn nicht eigentlich die lange Nacht der Theorien, und sowas gibt es bei der Sozialforschung oder auch in Paris. Also eigentlich müssten wir, um diese Themen zu erarbeiten, die lange Nacht der Theorien ausrufen, und das wäre, das kann ich Ihnen versprechen, genauso interessant. Heute haben wir uns aber einen begrenzten Zeitrahmen gesetzt und wollen ja auch noch mit Ihnen im Publikum diskutieren, und deswegen möchte ich mich jetzt ganz kurz fassen und mit der ersten Frage zur Begriffsklärung kommen. Wir möchten uns als allererstes mit der Frage beschäftigen, wir sprechen hier immer von der Theorie, was ist überhaupt die Theorie und was ist die Theorie im Begriff, im Kontext der Studierendenbewegung der 60er Jahre, was ist es, wenn wir sagen, Hauptsache man hat eine Theorie, und da möchte ich mit Ihnen, Herr Professor Felsch, beginnen, weil in dem Buch von Ihnen, was bereits erwähnt wurde, einem neuen Genre die Rede ist, von einer Gattungsgeschichte der Theorie und von Ihnen auch in einem Interview die Geschichte dieses Verlages als stilbildend für diese Frage beschrieben wurde. Geben Sie uns doch bitte einen kleinen Einblick. Die haben 2 Mikrofone. Und wir haben 1. Oh, um Gottes Willen, Verzeihung. Danke. Ist das an? Ja. Yes. Man kann ja Theorie wissenschaftstheoretisch definieren, das ist ja auch vielfach getan worden, also als System von Sätzen oder Propositionen, das bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Dieser Begriff interessiert mich weniger in diesem historischen Blick auf Theorie. Ich habe in dem Buch versucht, Theorie als Gattung, als Genre zu definieren. Sie haben das jetzt schon mehrfach erwähnt. Und die Gattungsforschung, die literaturwissenschaftliche Gattungsforschung, hat sich seit den 70er Jahren spätestens sehr darauf kapriziert, dass Gattungen vor allem auch auf der Leserseite entstehen, beziehungsweise im Ping-Pong zwischen Produzenten und Rezipienten von Texten, Texten unterschiedlicher Art, und dass sich dann eben bestimmte Genre-Regeln einspielen. Insofern würde ich sagen, dass für das, was wir heute besprechen, zumindest aus meiner Sicht die Leserseite die entscheidende ist, die Seite der Rezipienten, dass sich also entscheidet, ob ein Text zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesen Theoriekanon gehörte, in einen Theoriekanon gehörte oder nicht. Vor allem gar nicht an diesem Text selbst entschieden werden kann, rein semantisch, inhaltlich, sondern diese Entscheidung wurde auf der Ebene seiner Gebrauchsweise getroffen, seiner Lektüreform. Da können wir eben feststellen, es ist ja immer wieder diagnostiziert worden, dass die 68er zumindest nicht so sehr viele muss ich vorsichtig sein, was ich sage, Theoretiker ersten Ranges hervorgebracht haben, sondern zunächst einmal vor allem Theoretiker einer älteren Generation gelesen haben. Sie waren in jedem Falle große Leser. Deswegen gibt es auch große Leserbiografien. Ich bin schon viel zu lang. Die Stunde, die wir haben, erfordert kurze Antworten. Kurz und gut, ich würde sagen, Theorie 68, wenn ich aus der Leserperspektive darauf gucke, definiert sich vor allem
über die Abgrenzung zur Philosophie. Wenn man diese Abgrenzung ernst nimmt, dann kann man ganz gut so ein paar Charakteristika von Theorie erkennen. Also sie hat einen Hang dazu, außerhalb oder am Rand der Universität zumindest stattfinden zu wollen, selbst wenn sie de facto vielleicht in einem Seminar praktiziert wird, will sie da irgendwie heraus, weil sie eben auch sich nicht als Metaphysik versteht, sondern als ihre Gegenwart in Gedanken gefasst, wenn man das mit Hegel paraphrasieren will. Es gibt auch einen, das ist, finde ich, auch eine interessante Frage, der Habitus des Philosophen ist ja sehr stark von so einer stoischen Tradition geprägt in der Moderne. Es gibt in der Theorie in den 60er Jahren dagegen einen Gestus der Dringlichkeit, des Engagements, der Betroffenheit vielleicht auch. Allerdings, wenn ich an die Systemtheorie denke, gibt es dann auch wiederum diesen ganz gelassenen Theoriegestus. Also das würde mich schon mal interessieren, welche Theoriefamilien, welchen Habitus, welche Haltung zu Texten hervorbringen. Man könnte noch ein paar weitere Charakteristika entlang dieser Grenze von Theorie und Philosophie anführen. Das tun wir vielleicht im weiteren Gespräch. Genau, das würde ich vorschlagen. Sie haben jetzt allerdings schon so viele Stichworte genannt und ich habe es Ihnen ja gesagt, ein breites Podium, Abgrenzung zur Philosophie. Und ist es nicht der Inhalt alleine, sondern das Umfeld oder zur Dringlichkeit und dem besonderen Bedürfnis wollen wir gleich später noch kommen, aber auch die Systemtheorie, also wir haben genügend Expertise versammelt. Darf ich mit Ihnen anfangen, Herr Dr. Wickershaus, in der Abgrenzung zur Philosophie? Sie haben gehört, was Professor Felsch gesagt hat. Wie würden Sie das sehen? Können Sie ihm da zustimmen? Wir sind direkt alle hörbar, ja. Ja, mich hat es etwas irritiert, was Herr Felsch sagte. Vielleicht kann man so darauf eingehen, natürlich gibt es solche Varianten von Philosophie, für die das zutrifft, die so ein bisschen weltfremd wirken, abgehoben. Nur gerade wenn man jetzt dieses Thema 1968 behandelt, ist es so, dass sich da gerade ja erwies, es gibt eine Spielart von Philosophie, die gerade auch sehr gegenwartsbezogen war und die sogar auf Eingriffe bedacht war. Über Adorno hört man ja immer wieder, er habe eine elitäre Sprache gehabt. Man sollte dabei aber an die Realität denken, denn er gehörte ja zu den erfolgreichsten Interpreten in den Medien der verschiedensten Art. Und es gibt auch Autoren, die ihm und anderen Angehörigen der Frankfurter Schule vorgeworfen haben, dass sie also die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik sehr beherrscht hätten. Aber es gibt eben auch von Adorno Essaybände mit dem bezeichnenden Titel zum Teil Eingriffe. Und was jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Merve Verlag und Genre der Theorie interessant ist, das ist, dass für solche Leute wie Peter Gente, der Gründer des Merve Verlags war, und für viele andere gerade ein Band von Adorno für deren Orientierung im Leben wichtig war, nämlich dieser Aphorismenband Minima Moralia, der auch philosophische Qualitäten hat, der aber jetzt überhaupt nichts Systematisches hat, sondern Erfahrungen verarbeitet, Erfahrungen, die ein Emigrant in den USA gemacht hat und davor gemacht hat. Und dass die so wichtig wurden für jemanden wie Peter Gente und auch für... Jetzt habe ich das Problem etwas mit Namen, für Kral, dass gerade für solche Leute diese Art von Philosophie, die recht unsystematisch war, existenzielle Bedeutung hatte. Und mich wundert es immer, wenn es heißt, das sei eine sehr exklusive, elitäre Sprache gewesen. Und wenn man sieht, welche existenzielle Bedeutung es für viele Leser hatte. Und ich denke, man sollte, wenn man sich jetzt einen Eindruck von Philosophen und ihrer Wirkung machen will, das Bild eines Organisten und der Gemeinde vor Augen haben. Wenn der Organist nicht ein bisschen dafür sorgt, dass die Gemeinde nicht einschläft, dann werden die Dinge sehr langweilig. Und eine gewisse Diskrepanz zwischen einem Theoretiker und dem, was eine sehr verbreitete Meinung ist oder was leicht eingängig ist, ist sicherlich immer einer Weiterentwicklung des theoretischen Denkens förderlich. Und was zum Thema Theorie Frankfurter Schule noch zu sagen wäre, ist,
dass es ja immer sehr bewusst sich um eine Theorie handelte, die kombiniert war mit Empirie, mit der Realität, mit eigenen Alltagserfahrungen. Und es ist nicht zufällig, dass diese frühen Vertreter der Frankfurter Schule in der Bundesrepublik dann Professoren für Philosophie und Soziologie waren. Es war also wirklich nie eine solche abgehobene Philosophie, sondern es ging immer um etwas, was Philosophie, Soziologie und viele andere Disziplinen miteinander verbindet, nämlich Gesellschaftstheorie und Zeitdiagnose. Vielen Dank. Da haben Sie so viele wiederum Elemente angesprochen. Die existenzielle Bedeutung, die Exklusivität, deren wir gleich nochmal nachspüren wollen. Insbesondere auch das Verhältnis von Theorie und Praxis. Aber erstmal, um die Runde nochmal in Bezug auf die Theorie zu erweitern. Klaus Günther könnte ich auch als Philosophen fragen. Jetzt frage ich ihn aber insbesondere als Professor für Rechtstheorie. Da steckt ja das Wort Theorie auch schon drin. Also was und zugleich ja vorab eingeordnet als Vertreter der kritischen Theorie in der habermasianischen Prägung. Jetzt würde ich gerne fragen, was seine Sicht zum Theoriebegriff ist. Der Begriff der Rechtstheorie hat ein ähnliches Schicksal, glaube ich, wie der Theoriebegriff allgemein im Verhältnis zur Philosophie. Also früher gab es nämlich nur Rechtsphilosophie und heute wird vielfach von Rechtstheorie gesprochen. Also auch eine ähnliche Entwicklung von der Philosophie zur Theorie. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, worin die Unterschiede bestehen. Und wenn das ein Professor für Rechtstheorie und Philosophie nicht weiß? Man könnte den Versuch machen und sagen, ja, Rechtstheorie beschäftigt sich eher so mit den internen Strukturen eines Rechtssystems, Rechtsphilosophie, darüber hinaus mit normativen Fragen der Gerechtigkeit oder sowas. Das wäre ein Versuch, aber ich glaube, der erklärt nicht so viel. Und ansonsten machen eher einen skurrilen Gebrauch vom Theoriebegriff. Also irgendwelche komplexeren Auslegungen von gesetzlichen Merkmalen heißen bei denen schon Theorie. Also das ist eher ein laxer Sprachgebrauch. Ich würde aber gerne nochmal auf die anderen Thesen zurückkommen. Ich meine, das Interessante ist ja, Adorno schreibt am Ende seines Lebens eine ästhetische Theorie. Also er kann sie zwar nicht mehr vor seinem Tode fertigstellen, aber als sie dann erscheint, heißt es ästhetische Theorie. Und eigentlich ist es so etwas wie Hegel in seiner Ästhetik. Also es ist eigentlich ein philosophisches Buch über Kunst. Aber er nennt es Theorie und nicht Philosophie und vermutlich aus antimetaphysischen Affekten, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Ansonsten Theorie allgemein ist natürlich schwer irgendwie begrifflich angemessen zu erklären. Theorie heißt ursprünglich eben Schau, ne, aus dem Griechischen. Und es gibt ja Theorien überall, also nicht nur in der kritischen Theorie oder im Gegensatz der traditionellen Theorie, sondern es gibt die Relativitätstheorie, es gibt die Gravitationstheorie, das sind auch alles Theorien. Und da kann man jetzt natürlich fragen, was ist das Besondere an Theorien? Also ich würde das versuchen, so auf den knappe Formel zu bringen, Theorien wollen etwas erklären. Phänomene, denen wir begegnen, die uns vielleicht ein bestimmtes Rätsel stellen. Und sie können das nicht so tun, indem sie die Phänomene vollständig abbilden. Also es gibt keine Theorie 1:1 zur Realität, sondern Theorie versucht, Faktoren zu identifizieren oder Prozesse, die dazu führen, dass man diese Phänomene erklären kann. Warum fällt der Apfel vom Baum? Wegen der Gravitation. Man braucht eine Gravitationstheorie, um zu verstehen, wie man dieses Alltagsphänomen erklären kann. Und das ist, glaube ich, gehört mit sozusagen zum Verständnis von Theorie und vielleicht auch zur Attraktivität von Theorie, dass Theorie über das unmittelbar Erfahrene und Erlebte hinausgeht und nach den Gründen und möglichen Ursachen und Gesetzmäßigkeiten fragt, die diese wahrgenommenen Phänomene erklären kann. Das ist vielleicht so ein gemeinsamer Nenner für alle Theorien. Und das Besondere jetzt an dem Theoriegebrauch oder der Theoriekonjunktur 68, glaube ich, Herr Wickershaus hat es zum Schluss genannt, das würde ich gerne auch nochmal hervorheben, ist, dass eben ja nicht Theorie allgemein gemeint war. Also es war sozusagen kein
Theorie war nicht attraktiv als Theorie, sondern eine bestimmte Art von Theorie war attraktiv. Und das, glaube ich, war vor allen Dingen eben die Gesellschaftstheorie. Also das betraf, glaube ich, nicht nur jetzt spezifisch diese Kombination aus Soziologie und Philosophie, aus der die Gesellschaftstheorie einer kritischen Theorie oder der Frankfurter Schule wurde, sondern das war, glaube ich, eine allgemeine Konjunktur, auch außerhalb Deutschlands, in den USA, in Frankreich und anderen Ländern, wo es sozusagen ähnliche Bewegungen ja gab, sagen die Überzeugung, man könne und vor allen Dingen müsse jetzt anfangen, alles gesellschaftlich zu erklären. Das gehört, kann man vielleicht wissenschaftshistorisch einordnen, sagen, es gab mal den Anspruch, alles historisch erklären zu können, dann gab es den Anspruch, alles psychologisch erklären zu können. Und sozusagen jetzt der Anspruch, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung alles gesellschaftlich erklären zu können. Da könnte man jetzt fragen, da mache ich aber Schluss, das versuche ich jetzt nicht mehr, warum das Bedürfnis so stark war, alles gesellschaftlich erklären zu können. Und nicht nur mit Adorno und Horkheimer und Marcuse, sondern vielleicht auch mit Parsons oder anderen Soziologen. Jedenfalls hatte die gesellschaftliche Erklärung in dieser Zeit große Konjunktur. Und das Interessante natürlich an der kritischen Theorie ist, dass sie diese Verbindung von Philosophie, also dass sie im Grunde versucht, Gesellschaftstheorie in die Philosophie einzubauen. Und das kann man natürlich auch dann wieder in der ästhetischen Theorie wiederentdecken. Und das ist, glaube ich, das Besondere an der Theoriekonjunktur 68. Sorry. Vielen Dank. Ohne jetzt dem Impuls nachzugeben, quasi mit den beiden, die Habermas-Luhmann-Kontroverse in allen Einzelheiten hier nachzuvollziehen. Herr Kaube, seien Sie so freundlich und geben Sie uns, wir haben Sie ja jetzt schon sozusagen gelabelt aus der Luhmann-Richtung geben, und die Begriffe der Systemtheorie sind schon in der Antwort von Herrn Felsch gefallen, geben Sie uns einen Einblick aus Ihrer Sicht, die Blick auf die Theorie. Ja, ich finde diesen Hinweis auf Einstein gar nicht so schlecht, weil man sagen kann, man kann doch sagen, eine Theorie ist eine Menge von Begriffen, die untereinander stark abgestimmt sind. Ja? Also im Fall von Einstein wäre das dann, was weiß ich, Kraft, Masse, Zeit, Licht, Geschwindigkeit, solche Dinge, Energie. Und jetzt unterscheiden sich, glaube ich, die Theorie, die kleinen Theorien, weiß ich, Enzensberger schreibt 1958 eine kleine Theorie des Tourismus, so, obwohl man ihn niemals als Theoretiker in diesem 68er Sinne bezeichnen will. Also diese kleinen Theorien, die an einem Gegenstand sagen, okay, wie viele Begriffe brauche ich und wie stimme ich die jetzt miteinander ab, wie wird das konsistent, unterscheiden sich von den großen Theorien, dass die so über Gegenstände hinausgehen. Denn das scheint mir so ein auffälliges Phänomen zu sein, 68 oder um 68 herum, eigentlich auch schon ein bisschen früher, dass so unterschiedliche Autoren wie, sagen wir mal, Parsons, Roland Barthes und Theodor W. Adorno, die eigentlich nichts teilen, die einander auch irgendwie gar nicht kannten und einander wahrscheinlich auch egal gewesen wären, wenn sie einander gekannt hätten. Adorno hat ein bisschen was über Parsons geschrieben, aber man erkennt ihn nicht wieder, also den Parsons. Dass die gemeinsam haben, dass sie den Eindruck haben, sie müssen eigentlich alles behandeln. Ja, das ist ja das Verblüffende. Dass man also sagt, da gibt es Autoren, die schreiben über Zwölftonmusik, Erziehung nach Auschwitz, Hegel und Beckett oder so, wo man sagt, ja, das ist eigentlich ziemlich viel und die Liste ist sehr lang. Und das ist auch bei Parsons so, das ist auch bei Roland Barthes so, dass man sagt, ja, also Japan und die Mode und Racine und der Striptease und was nicht alles da drin vorkommt in so einer Theorie. Und jetzt aber eben nicht impressionistisch, dass man so sagt, diese Woche schreibe ich über Mode und nächste Woche schreibe ich über Beckett, sondern mit dem Versuch, dass die Begriffe fast wie im Recht, würde ich sagen, fast wie im Recht, völlig aufeinander abgestimmt sind. Dass man sagt, also wenn du über Beckett das sagst, dann kannst du über den Striptease nicht das sagen oder über den Kapitalismus nicht das. Ja? Und das Ganze, und das nimmt vielleicht das Motiv von Herrn Günther auf, das Ganze von dem Hintergrund, nicht, dass das jetzt so eine Art Scholastik ist, ja, wo man sagt, ja, das machen wir, weil Gott dafür gesorgt hat, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. All diese Dinge sind halt alle geschaffen und
haben irgendwie so, ist made in heaven und deswegen konsistent, sondern weil die Gesellschaft so ist. Weil die Gesellschaft für verblüffende Ähnlichkeiten sorgt, weil die Gesellschaft den Theoretiker sozusagen unter Konsistenzzwang und unter Totalitätszwang bringt. Ja, das war, ich glaube, es ist eine ältere Idee. Lukács, ich glaube, der hat das erfunden in den 20er Jahren schon. Aber die Vorstellung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die selber so ist, dass die Dinge alle miteinander zu tun haben. Ja, ich glaube, das ist so ein theorieübergreifender, also der Strukturalismus, der nun wirklich nichts mit der kritischen Theorie zu tun hat. Also irgendwie so, Foucault sagt, glaube ich, irgendwann sehr spät, wenn ich das gewusst hätte, dass es diese Dialektik der Aufklärung gibt. Aber ich wusste das gar nicht. Aber der Strukturalismus funktioniert auf der Ebene genauso wie die kritische Theorie in gewisser Weise, oder jedenfalls Adorno, würde ich sagen, und wie Luhmann. Also das ist genau, also vom, was übrigens dann in der Fortsetzungsgeschichte es den Leuten auch erleichterte, diese Theorien zu wechseln. Also wenn man dann mal eine gemacht hatte, ja, also meinetwegen Adorno einmal so die volle Dröhnung, ja, so, dann war es nicht mehr schwer, einen Zugang zu Luhmann zu finden. Also würde ich jetzt zum Beispiel für mich sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie das sagen. Aber das gilt sicherlich auch für Strukturalismus. Und es gilt sicherlich auch für umgekehrte Bewegungen. Wenn man das einmal gemacht hat, vielleicht hätten die damals gesagt, wenn man den Marx einmal gemacht hat, das ist vielleicht ja so eine Urtheorie, ja, wenn man den Marx einmal gemacht hat, dann muss man nicht ein Marxist bleiben. Man kann dann auch das Gegenteil machen. Man macht es dann aber auch theorieförmig. Vielen Dank. Nehmen Sie das Mikrofon bitte. Man könnte sagen, gegenüber Luhmann wirkte Adorno geradezu volkstümlich. Ja, 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 das es ist so unterschiedlich, also je nachdem, was man liest. Sie haben ja völlig recht, Adorno hält da diese Radiovorträge zum Beispiel, über die man aber heute dann, also über die ich zumindest dann meinerseits staune, dass der WDR abends um 20 Uhr jemanden auftreten lässt, einen Professor, der eine Stunde lang erklärt, wie man Hegel liest, was jetzt nicht das typische Problem des Publikums ist. Wahrscheinlich auf die Sichtweise an, ja. Aber damals war das Publikum wahrscheinlich ein anderes und interessierter daran als heute. Nein, ich meine, so, bei Luhmann ist es so, die Vorträge sind auch sehr verständlich. Wenn er schreibt, ist er eben sehr an der Entwicklung einer eigenen Theoriesprache interessiert und sicherlich auch stärker an einem Anschluss an die Theoriesprachen in den Gegenstandsbereichen interessiert. Ja? Also das Adorno schwebte ja ein bisschen so über den Disziplinen. Der hat ja nicht gesagt, ich bin Musikwissenschaftler, wenn ich über Schönberg schreibe, und ich bin Literaturwissenschaftler, wenn ich über Mörike schreibe oder so. Und der hat auch nicht gesagt, ich bin Ökonom, wenn ich mich verbreite über den Mehrwert oder die Mehrwertproduktion oder so. Das ist ein Gestus, der in Frankfurt sehr, also sich bis zu Habermas durchgehalten hat, dass man sagt, ich verstehe zwar nichts von Ökonomie, aber ich sag jetzt mal was drüber. Das war etwas, was in Bielefeld irgendwie stärker verboten war. Damit haben wir ja schon einen Unterschied herausgearbeitet, aber kommen wir nochmal zurück auf den Punkt, den Herr Felsch und Herr Wiggershorst zu Anfang ansprachen, und der bezieht sich auch auf Adorno und die Minima Moralia, und nochmal zu dem Punkt, der Felsch, wenn ich Ihnen das geben darf, auf die existenzielle Relevanz. Wir haben es angesprochen in der einen oder anderen Stelle, und Herr Wiggershorst hat es sozusagen schon vorweg Ihnen heute entgegnet und auch in seiner Rezension, die Sie vielleicht kennen, geschrieben, dass die existenzielle Relevanz in Ihrem Buch jetzt exemplarisch für Genta, aber lassen Sie uns über die gesamte Generation und die Zeit sprechen. Ja, das ist jetzt die Frage, eben so stark ist, wie es Herr Wiggershorst sieht, oder in einer gewissen anderen Form, wie Sie es beschrieben haben. Also lassen Sie den Punkt nochmal nachgehen. Ich würde Herrn Wiggershorst absolut recht geben. Allerdings würde ich ihm in einem Punkt widersprechen. Also es gibt eine große existenzielle Relevanz. Und Sie haben das kontrastiert mit der Abgehobenheit, also, oder mit der Schwierigkeit, würde ich jetzt mal etwas weniger polemisch sagen wollen. Also wenn es existenziell so relevant war, kann es nicht schwierig gewesen sein. Das würde ich genau umdrehen, jetzt aus historischer Perspektive. Ich glaube, gerade wenn man sich so Initiationserlebnisse von Theorielesern in den 50er und 60er Jahren anguckt, ob es jetzt die Minima Moralia oder irgendein Surkamp-Bändchen von Benjamin war, dann steht gerade die Hermetik und die Schwierigkeit dieser Texte im Vordergrund, und die scheint auch mit dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass diese Texte
genau diese Relevanz erzeugt haben. Das ist ja etwas, was uns heute tatsächlich fasziniert, was diese Epoche auch so historisch macht, was sie, glaube ich, auch in eine Differenz eben zur Gegenwart setzt. Dass Theorie schwierig war und auch schwierig sein wollte, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, das heißt aber eben nicht, also diese Schwierigkeit ist zumindest von den Lesern nicht als abgehoben oder als Gegenteil von Relevanz wahrgenommen worden, sondern die hat die Relevanz gerade erzeugt. Und dafür gibt es wahrscheinlich viele Gründe. Also ich finde, es steckt darin sicherlich, also gerade so in den 50er Jahren, so ein avantgardistischer Gestus. Ich finde zum Beispiel Clement Greenberg, den amerikanischen Kunstkritiker, in diesem Zusammenhang immer interessant, der schon vor dem Krieg, aber auch danach, im Grunde, der unterscheidet ja gute und schlechte Kunst, Avantgarde und Kitsch, und der sagt im Grunde, gute Kunst ist einfach schwierig. Also die erfordert dem Rezipienten eine Anstrengung ab. Die ist nicht einfach so zugänglich, die erfordert Reflexionsarbeit. Und das scheint mir auch in Grün im Grunde in jedem Text von Adorno zu stehen. Also nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen, sind wahr. Ja? Da stecken natürlich gewisse Vorannahmen drin, und wahrscheinlich ist eine dieser Vorannahmen so ein gesellschaftstheoretisches Paradigma, dass die Gesellschaft eben etwas ist, was hinter den Kulissen operiert, was eben, wenn man auf diese Ebene herunterkommen will, mit dem ersten Anschein, mit dem Augenschein bricht. Das ist aber, glaube ich, nicht die einzige Prämisse für diesen Imperativ der Verkomplizierung. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Merkmal. Und gerade daran hat sich die Relevanz auch entzündet und festgemacht. Möchte jemand Herrn Felsch zustimmen oder widersprechen? Na, vielleicht nur ergänzen, dass ganz simpel, die Welt ist schwierig. So, also die Sachen sind schwierig, wenn man sie genau anschaut. Wissenschaft heißt, die Sachen, die einem normal erscheinen, zum Beispiel Diskussion, zu sagen, ja, aber wie unterscheide ich eigentlich eine Diskussion von einem Streit? Ist das dasselbe oder nicht? Und wieso brauche ich das Wort Diskurs noch dazu? Ist das eine Diskussion oder geht es jetzt, hat das was mit Schriftlichkeit zu tun? Und sofort wird es kompliziert. Und wenn man jetzt noch sagt, man macht das nicht punktuell, sondern man macht das über Themengebiete hinweg, dann ist es ja gar kein Wunder, dass die Sache einigermaßen schwierig, und dafür gibt es Ersatzbegriffe, komplex, dialektisch, was weiß ich, es gibt so eine ganze Liste von Begriffen, die das Wort schwierig, wie man an die Stelle des Wortes schwierig setzen kann. Avantgardistisch ist sicherlich auch noch ein, es gibt natürlich auch ein Schick, ein Theorie-Schick, sagen wir mal. Und es gibt den Reiz, ich meine, ich glaube, das gibt es in der Baudelaire hat so ein kleines Ding geschrieben über Philosophie des Spielzeugs, heißt das, und sagte, was machen Kinder, wenn sie ein Spielzeug haben? Sie versuchen es aufzumachen. Man könnte auch sagen, sie versuchen es kaputt zu machen. Also zum Beispiel eine Uhr. So ist auch Theorie. Also das ist der Reiz der Theorie, ist ja gerade, dass sie schwierig ist, weil wenn man irgendwie 16 ist, jedenfalls manche sagen, ich möchte jetzt was Schwieriges, ich möchte jetzt nicht irgendwie das, was da im Fernsehen immer über die Gesellschaft gesagt wird oder was meine Eltern so über die Gesellschaft sagen, sondern ich möchte jetzt was Schwieriges, weil das ist auch eine Art Beweis der eigenen Denkfähigkeit. Und natürlich hat man vieles nicht verstanden und vieles wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist halt so. Das gilt aber, wie gesagt, auch für die Welt. Da versteht man ja auch so vieles nicht. Bleiben wir noch einen Moment bei der Welt von damals. Ganz aber kurz ja. Nur, weil Sie sagen, Herr Kaube, die Welt ist schwierig. Ich würde sagen, ja, das ist der Gestus der Theorie gewesen. Das ist aber nicht unbedingt immer der Gestus der Philosophen gewesen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Wittgenstein-Tradition ansehe. Und da würde ich sagen, Wittgenstein gehört zumindest zum Beispiel für einen Herbert Marcuse nicht in diesen Bereich der Theorie in den 50er Jahren. Marcuse sagt nämlich, der Wittgenstein, der will philosophische Probleme so auf das Niveau der Sprache des Ordinary Taxpayers sozusagen herunterdimmen und zementiert die bestehenden Verhältnisse. Also es gibt gerade auch, und das ist, würde ich sagen, in dieser Zeit, über die wir reden, zum Beispiel eine der Fronten, die aufgemacht wird. Es gibt auch, und bis heute, das ist letztendlich, da entsteht diese Polemik zwischen kontinentaler und angelsächsischer Philosophie möglicherweise auch. Es gibt ja in der analytischen Philosophie
soweit ich sie aus der Laienperspektive beurteilen kann, den Gestus zu sagen, die Welt ist gar nicht so kompliziert, wir machen sie nur unnötig kompliziert. Also viele der philosophischen Probleme entstehen nicht da, weil es irgendwie eine Verschwörung gibt, also wie für die Geschichtsphilosophen, sondern weil es eigentlich nur eine Verwirrung gibt, die ist hausgemacht von uns Menschen. Und wenn wir da ein bisschen mit kühlem Kopf rangehen und mal gucken, wie die Worte eigentlich verwendet werden, können wir das auflösen. Dass das dann vielleicht auch wieder schwierige Texte ergibt, das kann sein. Aber der Gestus, würde ich sagen, da gibt es sozusagen eine Differenz. Und das ist richtig. Also vielleicht ist das Wort Reduktionismus, also dass man sagt, um das dreht sich dann vieles. Also die Theoretiker beobachten das dann als Reduktionismus. Die sagen, also oder dann dieses ja völlig philosophiehistorisch völlig deplatzierte Begriff Positivismus, wie das dann genannt wurde, obwohl das dann adressiert wurde an Leute, die hunderte von Seiten darüber geschrieben haben, dass sie keine Positivisten sind. Aber das war Positivismus, Reduktionismus. Bei Luhmann heißt das Faktortheorien. Also jemand, der sagt, alles ist Ökonomie, alles ist Trieb, alles ist Ressentiment. Das rechnet er dem Neuen. Er sagt, so kann man im 19. Jahrhundert reden, aber das ist jetzt vorbei, so können wir das nicht machen. Aber Sie haben recht. Wobei es interessant ist, zu dieser Zeit der Theorie oder diesem, wie heißt das da, Sommer der Theorie, gehört ja auch, also weil Sie den Wittgenstein erwähnen, ich wollte immer mal was schreiben über Bücher, die alle haben und niemand liest. Und da ist sicherlich der Traktatus ist ein Kandidat ganz oben. Alle hatten den. Und es ist ja ein Buch, was man gar nicht lesen kann. Also es ist so. Und es ist total schwierig. Man kann gar nichts damit anfangen, man weiß gar nicht, was das soll. Und trotzdem haben alle dieses rote Bändchen, also sie haben die Kassen von Herrn Unselt gefüllt, durchkauft dieses rote Bändchen, was dafür spricht, dass es so ein Interesse an Schwierigkeiten gab, sogar auf dieser symbolischen Ebene. Dass man sagt, man kauft sich etwas, was bei näherer Betrachtung weder intellektuell noch sonst irgendwie einen Nutzen hat, außer den symbolischen zu verkörpern. Man beschäftigt sich mit Schwierigem. Auf den Band bin ich gespannt, aber da möchte ich Herrn Wiggershaus, Herr Wiggershaus, der hat Wittgenstein gelesen und wurde auch promoviert mit einer Arbeit über Wittgenstein und ist Philosoph. Insofern jetzt nochmal möchte ich Ihre Perspektive in diesem Diskurs oder was auch immer die richtige Bezeichnung wäre zwischen den Herren hier hören, bitte. Dr. Wiggershaus. Ja, beim Wittgenstein muss man eben unterscheiden zwischen verschiedenen Wittgensteins. Und das ist die Rettung für jeden, der sich mit dem Traktatus herumgeschlagen hat, nämlich der Wittgenstein späterer Art. Der legte Wert auf den Unterschied zwischen Problembewusstsein und Problemblindheit. Und ich würde sagen, um zu begreifen, um welches Problem es in dem Traktatus Logico Philosophicus ging, dazu musste man wirklich hochspezialisiert sein und musste Russells und Whiteheads Principia Mathematica kennen. Und das bedeutete, dass man zwei riesige Bände mit mathematischen Formeln durcharbeiten musste, was keiner in meinem Bekanntenkreis je geschafft hat. Ich habe mich darum bemüht, habe es aber sehr schnell aufgegeben. Und wenn Marcuse also sich so über Wittgenstein äußert, dann bedeutet es, er hat höchstens in den Traktatus geguckt, nicht in den späten Wittgenstein. Denn dieser spätere Wittgenstein, der ist dadurch bestechend, dass er im Ausgang von Alltagssituationen, er nannte es Sprachspiele, deutlich macht, wie viel Nachdenkenswertes schon in ganz selbstverständlich scheinenden Begriffen steckt. Und vor allen Dingen macht er jetzt als Philosoph gleichzeitig deutlich, was man alles mitdenken muss, um überhaupt sinnvoll mit irgendeinem beliebigen Satz umgehen zu können, und erweitert das dann zu einem großen Feld, das immer größer wird, bis hin zu Kulturkreisen. Und das, denke ich, ist ein sehr schönes Beispiel für das, was gelingende Philosophie verbinden sollte, nämlich eine Brücke zu schlagen zwischen Alltagsphänomenen, die nicht unbedingt jetzt als Probleme allen bekannt sein müssen, sondern die einfach im Alltag zu beobachten sind und den Alltag prägen, und daraus Interpretationen zu entwickeln, die dann ein philosophisches Niveau erreichen, in dem Sinne, dass sie bei Erfahrungen orientierend helfen. Also dass eben dann deutlich wird, auch Philosophie als ein Mittel, sich im Alltag und mit Dingen, die einem problematisch geworden sind, abzugeben, darauf einzulassen und zu einer Orientierung zu verhelfen, zu einer Orientierung im Bewusstsein von Problemen, die sich stellen. Vielen Dank, Klaus Günther.
Also man könnte jetzt auch noch wieder was zur Theoriegeschichte sagen, warum plötzlich dann Gesellschaftstheorie an Attraktivität verliert und zum Beispiel Sprachphilosophie, und es ist ja auch Sprachtheorie, Linguistik wird plötzlich attraktiv, also auch empirische Sprachwissenschaft, und das, da gibt es so gewisse Übergänge und Versuche, das wieder zu verbinden. Und das Interessante ist ja, dass, also wenn man Habermas als Beispiel nimmt, der dann durch die Sprachphilosophie und analytische Philosophie durchgeht, aber dann wieder bei Intuition der kritischen Theorie ankommt, oder viele Sprachphilosophen aus USA oder Großbritannien, einige von denen landen am Ende wieder bei Hegel und Kant, ja, also die vorher eigentlich als Produzenten von Scheinproblemen, von philosophischen Scheinproblemen abgeurteilt worden. Aber ich wollte, wenn ich darf, noch mal was sagen zur existenziellen Relevanz, weil es da ja, da gibt es ja auch so eine, also eigentümliche Dialektik, ja, denn eigentlich steht ja in den 60er Jahren reichlich Philosophieangebot zur Verfügung, um, sagen wir mal, existenziell irgendwie zurechtzukommen. Und dieses Angebot heißt nicht zufällig auch Existenzialismus. Ne? Also das ist hier Heidegger und viele Verzweigungen, Jaspers und so, in Frankreich dann am prominentesten natürlich Sartre, aber auch viele andere. Aber das befriedigt offenbar Ende der 60er Jahre gerade Jüngere nicht mehr, die sozusagen irgendwie existenziell so nach Theorie suchen, für die das existenziell wichtig ist. Und das, sagen wir mal, dialektisch Spannende ist, dass sie gerade nach solchen Theorien suchen, die nicht unmittelbar auf Existenz zentriert sind. Also in Frankreich ist das, also die schon Anfang der 60er Jahre stattfindende Kritik von Lévi-Strauss an Sartre, die dann zum Strukturalismus führt, in dem die individuelle Existenz eher, sagen wir mal, ein abhängiges Dasein von den Strukturen führt. Und ähnliches ist dann eben auch mit den kritischen Gesellschaftstheorien, und ich meine, brauche ich hier nicht groß auszuführen, also Adornos Invektiven gegen Heidegger, gab es viele Affekte, aber natürlich auch den Anspruch, dass diese existenzialistische Perspektive der falsche Zugang zu existenziellen Fragen ist, sondern der Zugang muss hinter dem Rücken des Individuums und seinen Existenzproblemen geführt werden über eine Gesellschaftstheorie, die erklärt, warum eine Gesellschaft so widersprüchlich strukturiert ist, dass Menschen nach ihrer Existenz fragen und nicht aus irgendwie dem Verhältnis von Sein und Seinen und den Dasein und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, sozusagen, dass das existenzielle Bedürfnis nach Theorie befriedigt wird, oder die Hoffnung ist, es befriedigen zu können, nicht über Existenzphilosophien, sondern über Gesellschaftstheorien, die erstmal sozusagen erklären, warum das Individuum so ist, dass es diese Probleme hat. Dann, glaube ich, könnte man soziologisch auch noch viel darüber sagen, warum Soziologie dann plötzlich oder Gesellschaftstheorie mit diesem Gestus so attraktiv wird. Also natürlich, sobald zum Theoriegestus gehört, ich kann hinter die Phänomene schauen, das ist natürlich auch vielleicht in einem bestimmten Lebensalter besonders attraktiv. Ich habe den Durchblick, die anderen sind verblendet. Ich weiß, was hinter dem Verblendungszusammenhang eigentlich, wie der Kapitalismus funktioniert. Ihr durchschaut das noch nicht so ganz. Also das ist natürlich auch ein beliebter Gestus, der sozusagen Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann ist vielleicht auch gerade 68, müsste man auch vielleicht noch mal schauen, in welchem Zustand sich die Gesellschaften gerade befinden, also wirklich soziologisch, ja, in denen das Bedürfnis nach Gesellschaftstheorie plötzlich so groß wird. Ich meine, wir befinden uns sozusagen so am Ende des Wirtschaftswunders. Es gibt unbeschreiblichen Wohlstand, der Zweite Weltkrieg scheint überwunden, es gibt aber gleichzeitig den Kalten Krieg, es gibt den Systemgegensatz Ost und West, es gibt erste Wirtschaftskrisen, es gibt zunehmende Pluralisierung, es gibt den Vietnamkrieg, also die Gesellschaft ist nicht so harmonisch und existenzfreundlich, wie sie vielleicht von den älteren Generationen dargestellt wird. Mit deren Begriffen lässt sich sozusagen das eigene Leben nicht mehr angemessen interpretieren, auch die Gesellschaft nicht mehr richtig verstehen. Und das erzeugt vielleicht dann eben auch das Bedürfnis nach sozusagen anderen
Blickrichtungen, die man sich dann eben mit anderen Theorien als den bisher angebotenen versucht zu verschaffen. Und das, glaube ich, gilt für die USA und Frankreich genauso wie für Deutschland. Da gibt es natürlich nochmal große historische Unterschiede, warum das in Deutschland in eine bestimmte Richtung geht, bestimmte Theorien präferiert werden, in Frankreich und USA andere. Das hat dann auch wieder mit historischen Unterschieden zu tun. Das ist, glaube ich, lässt sich nicht bestreiten. Und der letzte Punkt vielleicht auch noch ist, natürlich verbindet sich gerade in der Zeit mit Theorie, nicht vielleicht mit allen, aber mit vielen natürlich auch noch so ein gewisser Erlösungsanspruch oder eine Erlösungserwartung. Sozusagen, wenn ich das erstmal alles durchschaut habe, mit Hilfe der richtigen Theorien, die anders sind als die herkömmlichen, die mir eine andere Perspektive auf die Gesellschaft geben, dann lassen sich auch bestimmte Probleme damit lösen. Und das ist, glaube ich, eine Erwartung an Theorie, die, glaube ich, Gott sei Dank inzwischen überwunden ist. Also sozusagen ein etwas gelassener Umgang mit Theorien. Theorien sind Handwerkszeug, um sozusagen bestimmte Phänomene zu erklären. Und die kann man eben so verwenden, wie man, also sozusagen metaphorisch jetzt Hammer und Schraubenzieher oder sowas verwenden kann. Das ist aber nichts, sozusagen, was einen so erlöst wie die Botschaft des Alten oder Neuen Testaments. Und das war, glaube ich, in der Zeit auch irgendwie ein Problem, was sich wahrscheinlich auch wieder soziologisch erklären lässt, warum es diese Erlösungserwartung, also vielleicht mehr in Deutschland als in den USA gab. Und mein Habermas schreibt in einem seiner Briefe an Marcuse, bevor er nach Starnberg geht und auch um zu rechtfertigen, warum er aus Frankfurt weggeht, gerade in dieser Zeit, sagt er, ich bin hier für viele so eine Art Ersatzvater geworden. Ja, das ist genau diese Erwartung, die Theorie und der Theoretiker sind diejenigen, die mir erklären, wie die Welt im Innersten funktioniert und die mir dadurch den Weg sozusagen auch aus meinen eigenen existenziellen Problemen weisen. Und das ist, glaube ich, gut, dass das weitgehend vorbei ist. Zu der Analyse, ob das gut oder nicht, ist gleich, aber lassen Sie uns kurz diese Bedeutung nochmal nachspüren, vielleicht aus der nachgeborenen, historischen, philosophischen und auch Zeitzeugenperspektive. Ich glaube, Herr Kaube, Sie hatten schon angesetzt. Ja, ich finde den Hinweis wichtig, dass die gesellschaftliche Situation für diese Leute doch irgendwie stark davon geprägt war, dass die Gesellschaft einerseits ganz furchtbar erschien und andererseits nicht von der Hand zu weisen war, dass sie jetzt zumindest in Deutschland oder Frankreich oder den Vereinigten Staaten ja doch auch irgendwie gewisse Leistungen so hervorgebracht hat an Friedfertigkeit oder was weiß ich. Also einerseits Vietnamkrieg und andererseits Woodstock oder Kalifornien oder so etwas. Der von Ihnen zitierte Clement Greenberg fängt ja so seinen Aufsatz an über Avantgarde und Kitsch, dass er sagt, ein und dieselbe Gesellschaft bringt so T.S. Eliot und Schlager hervor, Kitschpostkarten und weiß ich, Picasso oder was immer damals noch das Beispiel für ihn ist. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das eigentlich sein? Und das Interessante ist auch Gesellschaft im Singular. Ja, bei allen Regionalismen, in Paris geht das ein bisschen anders als in Harvard und in Frankfurt, aber im Grunde genommen sprechen die doch alle von einer Gesellschaft. Ja? So, und das kann man dann mit Kapitalismus oder mit einem stärker ausgedünnten Gesellschaftsbegriff machen à la Luhmann, dass man sagt, die hat gar keinen Namen, diese Gesellschaft, die heißt aber Gesellschaft, fertig. Bei Foucault vielleicht Macht oder so, aber es ist eigentlich ein Ding. Also, und zwar, wenn man so will, wir haben ja noch den Kalten Krieg und es gibt eine Formation, die sich dann doch irgendwie unterscheidet, aber darüber wird eigentlich hinweggegangen. Im Grunde genommen, Kojève sagt 1948, die Amerikaner, die Russen sind doch auch nur arme Amerikaner. Das ist auch so ein, ja, also diese Abstraktionsleistung, das ist auch Theorie zu sagen. Ich habe einen Blick auf die Welt, wo eigentlich gar nicht so ein Riesenunterschied ist zwischen der Sowjetunion und Amerika, weil ich sehe hier Technologie und da Technologie, ich sehe hier Repression und dort Repression, ich sehe hier funktionierende Medizin und dort funktionierende und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so ein Gestus dieser Zeit, also mit unterschiedlichen Varianten dann. Ich meine, mich hat das immer sehr beeindruckt, dass also Adorno und diese Leute sagen konnten, alles ganz schrecklich außer Schubert. Okay. Oder Proust oder Adorno. So, das ist so, also das hat dann irgendwie,
Also in Bielefeld hat man dann gesagt, halt, stopp, so könnt ihr das nicht machen. Ihr könnt euch nicht rausschießen aus der Gesellschaft. Luhmann hat das mal sehr nett in einem Aufsatz formuliert mit einem Titel eines Beatles-Songs. Everybody got something to hide except me and my monkey. Und er sagte, das ist eigentlich 68. Alle haben was zu verstecken, den Faschismus, den Kapitalismus, die Verdinglichung, den ungleichen Tausch, außer wir Studenten. Okay, lassen Sie uns diesem Gestus noch einmal aus der Sicht der Kultur oder historischen Perspektive das nach und aus der philosophischen, kritischen Sicht, wenn Sie wollen, nachspüren. Aber niemand von Ihnen hat viel bisher zur Frage des Verhältnisses von Theorie und Praxis. Die FAZ hat es geschrieben, Herr Wiggershaus hat es in einem Vortrag zitiert, Berlin hat Dutschke, Frankfurt hat Theodor W. Adorno, der theoretische Part, die eher aktionistische Herangehensweise der Studierendenbewegung und der Zusammenhang, ist der uns schon deutlich genug erklärt worden? Ich weiß nicht, wer von Ihnen anfangen möchte. Herr Wiggershaus, möchten Sie beginnen? Okay. Wie Sie möchten. Sie kommen beide dran, ja, in jedem Fall. Ja, also ich denke, bei 68 und Theorie sollten wir uns dann klar machen, wie eigentlich die Situation war. Es war ja wirklich eine Welt in Bewegung. Und die Welt bestand ja nicht nur aus diesem Westeuropa, aus Osteuropa und aus den USA, sondern sie bestand auch aus diesen Befreiungsbewegungen in den Kolonien. Sie bestand aus dem Protest der Schwarzen in den USA. Und wenn man sich anguckt, was so im Laufe der 60er Jahre passiert ist, dann fällt einem auf, da gab es die Black Panther Party. Das begann, glaube ich, so 1964. Es gab diese ganzen Befreiungsbewegungen in Afrika schon früh, zum Beispiel Amilcar Cabral. Und es gab diese, sagen wir mal, imperialistischen Reaktionen darauf. Man sieht, wie viele auch ermordet und umgebracht wurden im Rahmen dieser Niederkämpfung, dieser Befreiungsbewegungen. So war also die Welt in Bewegung und die Universitäten schienen wenig damit zu tun zu haben. Und so erkläre ich mir auch, wie intensiv dann in der Mitte der 60er Jahre das begann, mit der Rezeption von Theorien. Und diese Theorien konnte man nicht in universitäre Kategorien, jetzt in Kästchen einteilen, sondern da ging es wirklich um Theorien im Anschluss an etwas, was es in der Tradition gab, aus den 20er Jahren. Das waren eben Texte von Lukács und anderen linken Theoretikern, die man auch nicht einfach einordnen konnte, Philosophie, Soziologie, Psychologie oder sonst was, sondern die jetzt entdeckt wurden. Es gab ja die ganzen Raubdrucke. Man konnte sich da also aus einem großen Spektrum historisch entstandener Texte bedienen, die auf einmal sehr aktuell wirkten. Und in der Aktualität gleichzeitig entstanden auch lauter Texte. Das ging hin bis zu solchen über den Volkskrieg. Es betraf aber dann auch Bereiche wie die Psychiatrie. Gleichzeitig gingen ja auch los diese ganzen Emanzipationsbewegungen bei Frauen, Psychiatriepatienten. Also eine Emanzipation, die erstaunlich breit war. Und egal jetzt, wie elitär vielleicht oft diese Sprache der Sprecher der Studentenbewegung klang, sie kam an, sie hatte Resonanz, sehr praktische. Und man muss ja diese Theoriesprache, die natürlich, wenn man sie jetzt liest, grotesk klingt, wenn man hört, was Kral oder Dutschke von sich gaben, muss man ja sehen, eingebettet in die Situation. Und eingebettet in die Situation wurde das, was abstrus klingt, wurde sehr verständlich und konnte konkret in Beziehung gesetzt werden zu Aktionen. Und da gab es also eine Verbindung von Theorie und Praxis, die funktionierte unabhängig davon, wie verständlich das war, was gesagt wurde. Und es gab gewissermaßen so eine Art Entgegenkommen und guten Willen auf Seiten des Publikums, weil man ja in dem, was oft abstrus klang, entdeckte, worum es einem selber ging. Es trug also in einer noch, sagen wir mal, nicht recht geglückten Form, trug es bei zur Orientierung, zur Erklärung der Situation, in der man sich befand. Und wenn Habermas zu Recht sagt, Sie wissen gar nicht, was wir alles nicht wissen, man muss das alles irgendwie bedenken und berücksichtigen, dann kann man sagen, nun, man kann ja nicht erwarten, dass man erstmal eine vollständige Theorie liefert und dann kann man überlegen, wie könnte man das in Praxis umsetzen, sondern da ist wahrscheinlich ganz interessant, Sie an jemanden zu erinnern, der jetzt nun wirklich im engeren Sinne zur Philosophie gehört, an Kant. Kant bekam ja große Probleme und er wurde in den 90er Jahren immer kühner. Und dann drohte ihm auch der König an,
wenn du so weitermachst, dann können wir dir deinen Sold wegstreichen. Nun war Kant sehr geschickt, er rechnete mit sowas, hatte schon einiges Geld gesammelt und fühlte sich unauffällig, unangreifbar, wollte aber natürlich schon Rücksicht nehmen auf die Zäsur. Und dann entdeckt man in dem Buch, die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft, eine Fußnote. Und in der Fußnote plädiert Kant, der ähnlich wie Hegel das Jahr der Französischen Revolution regelmäßig feierte, entdeckt man eine Fußnote, in der er sagt, man kann doch nicht erwarten, dass ein Volk, das unter der Obrigkeit und obrigkeitlicher Fürsorge steht, direkt vom ersten Tag der Rebellion an reif handelt, sondern es kann erst reifen, wenn es handelt, wenn es in Bewegung gekommen ist. Das muss man, denke ich, immer im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt über Theorie und 68 spricht, diese Gesamtstimmung, in die es eingebettet war, die Wiederentdeckung gewisser Traditionen, und das sollte auch dann geduldig machen gegenüber diesem oft merkwürdig klingenden Repertoire an Theorien, was aber einen bestimmten Stellenwert in Situationen hatte und muss dann auch gucken, welche Parolen damals gut ankamen und ob die nicht auch oft ihren guten Sinn hatten. Und die waren dann doch sehr verständlich, aber in einem solchen Kontext. Vielen Dank. Herr Felsch, Sie können auf alle Punkte widersprechen oder eingehen, die Sie in letzter Zeit gehört. Ich muss aber nicht, oder? Sie müssen. Nee, will ich auch gar nicht. Aber ich würde gerne, weil Sie Kant und Hegel erwähnen, wir haben jetzt viel über Gesellschaft geredet, aber noch gar nicht über Geschichtsphilosophie. Und ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass vielleicht doch der größte Teil dessen, was wir jetzt unter Theorie fassen, in diesem historischen Rückblick auch, also entweder eine Form von Geschichtsphilosophie gewesen ist oder sich an diesem Paradigma in irgendeiner Form abgearbeitet hat. Also insofern auch noch im Dunstkreis der modernen Geschichtsphilosophie steht. Und die Geschichtsphilosophie hat natürlich bestimmte Voreinstellungen gemacht, was dieses unablässig diskutierte Problem von Theorie und Praxis angeht. Da finde ich die Unterscheidung des inzwischen verstorbenen Historikers Kittsteiner immer sehr hilfreich, der so die Moderne periodisiert hat und ich glaube, Fortschrittsmoderne heißt das, heißt sozusagen die mittlere Stufe, das ist Hegel, also das Individuum agiert sozusagen im Bunde mit dem Weltgeist. Die Theorie ist einfach natürlich auch ein enorm mächtiges Instrument, um das eigene Handeln zu legitimieren, wenn man eben einfach nur den Gang der Geschichte vollstreckt oder ihn unterstützt. Und dann gibt es eben ein Bruch im 19. Jahrhundert und Kittsteiner nennt das dann die heroische Moderne, das ist Nietzsche zum Beispiel, der Unzeitgemäße. Das Individuum agiert dezidiert gegen die Zeitläufe, gegen den Gang der Geschichte, weil eine endgültige Versöhnung oder wie auch immer man das formulieren will, sowieso nicht mehr absehbar ist. Und ich glaube, beide Typen spielen also in dieser Zeit, über die wir jetzt sprechen, eine wichtige Rolle. Also es gibt diese heroische Moderne in jedem Falle, also auch gerade in diesen diversen Figuren von Protagonisten der Theoriebewegung. Aber es gibt eben auch dieses starke, beruhigende, legitimierende Gefühl, so eine Geschichtsphilosophie im Rücken zu haben. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Und Geschichtsphilosophie deckt sich nicht mit Gesellschaftstheorie, auch wenn sie sich sehr stark überlappen. Aber das würde ich auch noch für ganz wichtig halten. Auch dann natürlich die, und das sind ja die Theoretiker, mit denen ich in den 90er Jahren aus zweiter oder dritter Hand groß geworden bin, akademisch, die sich dann eben an diesem Paradigma abarbeiten und insofern aber das auch als einen ganz zentralen Fokus immer noch haben. Vielen Dank. Erlauben Sie mir mal einen Paradigmenwechsel. Eine ganz kurze Runde zum Thema Exklusivität, hermetischer Sprachgestus. Es klang jetzt alles an. Ja oder nein? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie Ihre jeweilige Haltung. Ist es eine in sich geschlossene Sprache, eine personell sozusagen Exklusivität? Was ist sozusagen eine kurze Runde mit kurzen Antworten, bitte. Wir fangen vielleicht bei Herrn Kauber an, wenn Sie gerade das Mikrofon in der Hand haben, dann zu Herrn Wegershaus. Einmal sozusagen die Fast Track zur Geschlossenheit. Ich finde, rein sprachlich unterscheiden sich die Autoren doch sehr stark. Also schon Habermas und Adorno, das ist ja irgendwie, man käme rein sprachlich nicht auf die Idee, dass die irgendwo aus derselben Ecke kommen oder so.
Und das würde dann jetzt für Luhmann dann auch nochmal gelten und für die Strukturalisten intern auch nochmal. Also wer irgendwie elementare Strukturen der Verwandtschaft liest, würde sich dann bei Roland Barth eher erholt fühlen. Ja, so gibt es auch sehr unterschiedliche Arten von Schwierigkeiten, die man zu überwinden hat. Aber natürlich, Anstrengung ist es immer. Und das gilt aber auch, ich meine, das gilt auch für alle Philosophie. Ich meine, Spinoza oder Heidegger oder so, das ist ja auch nicht irgendwie so, dass man sagt, das liest man so vorm Frühstück und dann ist man schon fertig. Und das ist, so ist das halt. Also da finde ich, das jetzt sozusagen sozial als eine Art Exklusion zu nehmen, finde ich, hat wenig also Sinn. Es ist natürlich, das richtet sich nicht an. Es ist selber eine Art Spezialistentum, sagen wir es mal so. Es geht zwar um alles, aber es ist eine Art Spezialistentum für alles. Okay. Ja, und ich meine, Marx sitzt da irgendwie, ich weiß nicht, Jahrzehnte hat man das Gefühl, in dieser Bibliothek da rum und bis dann diese drei Bände so halb fertig sind. Das sind ja, ich meine, der Rest der Menschheit muss sich inzwischen mit was anderem beschäftigen. Das ist nicht verallgemeinerungsfähig im Sinne von, machen jetzt alle mit, das ist ja ganz unwahrscheinlich, okay, dass da alle mitmachen. Spezialistentum, Herr Wiggershaus. Hermetischer Sprachgestus, Exklusivität, Spezialistentum? Ich denke, ein wichtiger Gesichtspunkt ist dabei die Unterschiedenheit von Situationen. Nimmt man jemanden wie den Habermas, dann ist es natürlich ein großer Unterschied, ob er in einer Zeitung einen Artikel schreibt oder ob er unter Experten ist. Dann legt er wirklich, nicht unbedingt Wert drauf, aber dann ist er natürlich Experte unter Experten. Ähnliches findet man nicht ganz so deutlich ausgeprägt bei Adorno. Und da denke ich, es gibt einen Unterschied vielleicht zwischen solchen Theoretikern, die verschiedene Sprachen sprechen können, je nachdem und an welches Publikum sie sich richten. Und es gibt die, die gar nicht anders können. Und das kann zum Teil skurrile Formen annehmen. Bei Wittgenstein konnte es die Form annehmen, dass er nicht die Erwartungen von Logistikern erfüllte, sondern ihnen den Rücken zuwandte und Tolstoi vorlas. Das ist eine besonders originelle Art und bei Heidegger finden wir es ähnlich. Wenn man Sein und Zeit liest und gewisse Passagen darin, sprach es ganz viele existenziell an. Wenn man den späten Heidegger hört, waren nicht umsonst die Theologen davon begeistert. Okay, Klaus Günther. Also ich kann ja vielleicht mit einer kleinen Anekdote anfangen, also um die Zeit des Abiturs herum und dann in meinen ersten Semestern an der Universität war ich begeisterter Adorno-Anhänger und habe natürlich versucht, wie viele andere auch, diesen adornoschen Sprachgestus zu imitieren, also eher schlechter als gelungen. Das habe ich so weit getrieben, bis mich dann Gott sei Dank irgendwann mal ein Professor zur Brust genommen hat in der Sprechstunde und gesagt hat, Sie schreiben ja schöne Referate, aber lassen Sie das mal mit diesem Adorno. Also das hat schon was, also sagen so ein gewisser Sprachgestus hatte schon auch den Effekt, dass man glaubte, wenn man den auch kann, dann gehört man irgendwie zu einer Elite, exklusiven Gemeinde, die sich auf diese Weise auch von anderen abgrenzen kann. Aber ich glaube, das ist sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt oder nur wirklich ein Teil, eine Teilantwort auf diese Frage. Ich meine, es gibt von Adorno den Essay Wörter aus der Fremde, an dem man irgendwie nachvollziehen kann, dass für Adorno diese für ihn sehr charakteristische Art, sich auszudrücken, auch irgendwie ein Moment des Widerstands eben gegen die Gesellschaft war, in der er lebte. Das war eben der Ausdruck dieses hochbegabten und extrem gebildeten Wissenschaftlers, der Kaube hat es ja genannt, sozusagen über welche Gegenstände er alles gehandelt hat, der das sozusagen sich angeeignet hatte und sich weigerte, sich sprachlich sozusagen einer Umwelt anzupassen, die also so nach seiner Meinung das alles so kulturindustriell, ökonomisch irgendwie glaubte, verwerten zu können. Das war für ihn dann sozusagen so ein Akt des Widerstands. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass gerade diese Autoren alle das bewusst gesucht haben, sich irgendwie exklusiv
zu geben in der Art und Weise, wie sie sich ausdrücken. Ich meine, das hängt natürlich auch mit ganz bestimmten theoretischen Prämissen zusammen. Also ich meine, Luhmann ist ja nun ein relativ gut nachvollziehbares Beispiel. Das ist einfach die systemtheoretische Grundlage, der Systembegriff und seine Implikationen kombiniert mit einer bestimmten Evolutionstheorie. Das kommt aus der Biologie, wird dann transformiert in die Gesellschaftstheorie und führt dadurch wird eine bestimmte Begrifflichkeit eingeführt und später kommt dann noch die autopoietische Wende hinzu. Da wird eine bestimmte Begrifflichkeit eingeführt, die natürlich irgendwie anspruchsvoll ist, die man lernen muss, wie Vokabeln und Grammatik, mit denen aber sehr viel dann erklärt werden kann. Und so ist das, glaube ich, so ähnlich ist das bei den anderen Theorien auch. Das gilt für Parsons, das gilt für auch für die kritische Theorie. Ich meine, das ist Marxismus und Psychoanalyse. Ja. Und sagen, wenn man die Grundbegriffe verstanden hat, dann erscheint das nicht mehr so hermetisch. Das ist die Runde der kurzen Antworten, Herr Felsch, die Exklusivität und Hermetik. Es gibt ja in den 70ern gerade in der französischen Theorie einen Hang zu sagen, wir wollen mit so einem gewissen avantgardistischen Gestus der Theorie brechen. Wir wollen nicht mehr irgendjemanden repräsentieren und für andere sprechen, sondern alle sollen irgendwie gleichberechtigt sprechen. Und das geht auch mit dem Anspruch einher, die eigene theoretische Sprache abzurüsten. Und da gibt es ein ganz kurioses Interview mit Deleuze und Guattari, kurz nach dem Erscheinen des Anti-Ödipus, wo sie darüber reflektieren, dass sie dieses Buch eigentlich für Kinder geschrieben hätten. Also der Idealleser, sagt Guattari, dieses Buches Anti-Ödipus sei zwischen 7 und 14 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen in dieses Buch mal hineingeschaut oder es vielleicht sogar gelesen hat. Es ist extrem schwierig und extrem hermetisch. Sie reflektieren das auch mit. Es gibt eine große Unsicherheit, ob das geglückt ist oder nicht. Ich würde sagen, es ist definitiv nicht geglückt. Insofern ja. Ja, also wir haben ja, nein und okay. Aber bevor wir da noch näher drauf eingehen, möchte ich eine letzte Runde, eine letzte thematische quasi Conclusio des Podiums treffen, damit wir danach mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Und das ist die Frage, die Bedeutung des Abenteuers Theorie für damals haben wir jetzt in den Blick genommen und vielleicht ist es zum Teil schon durchgeschieden, aber jetzt nochmal explizit die Frage, was das Abenteuer Theorie denn für die heutige Zeit heißt, welche Auswirkungen es hatte, welche Entwicklungen die Bewegung genommen hat, wo ist der Anspruch an die Theorie hingewandert? Ich hatte es eingangs gesagt, haben wir denn eine Theorie Müdigkeit, brauchen wir überhaupt noch Theorie, brauchen wir andere Theorien? Und wir im Forschungsverbund Normative Ordnung haben im Moment das Glück, dass eine der renommiertesten Zeithistoriker hier bei uns zu einem Fellowship da ist und sogar heute Abend bei uns, Professor Norbert Frey. Da freuen wir uns sehr, dass Sie da sind. Und dann möchte ich mit einem Zitat von Ihnen diese Diskussion einleiten. Und zwar, 68 ist nicht das Jahr, das alles verändert hat, aber danach war fast nichts mehr so wie vorher. Und in diesem Sinne war 68 überall. Das schreiben Sie bezeichnend vom Titel her in dem Buch 68, Jugendrevolte und globaler Protest. Und deswegen meine Bitte und Frage an das Podium, wie sieht's aus mit der Theorie und dem Einfluss auf die gesellschaftlichen Entwicklungen damals und heute? Und Herr Kaube, vielleicht darf ich mit Ihnen anfangen. In einem Beitrag der FAZ haben Sie dazu zwei Dinge geschrieben oder viele, jedenfalls zwei nenne ich. Seit 68 gilt es schon als politisch, wenn jemand von anderen verlangt, ihr Leben oder wenigstens ihre Meinung zu ändern. Zweiter Satz, heute fällt an vielen der damaligen Protagonisten auf, dass sie nicht ahnten, wie sehr sie an der gesellschaftlichen Absorption ihres eigenen Protests beteiligt sein würden. Und zu der Form sagten sie ebenfalls, schon damals konnten die Zeiten nicht finster genug sein, nur damit schrillste Töne angemessen waren. Und das gehört zum Erbe von 68, dass das inzwischen altersunabhängig nicht nur von der Jugend gepflegt wird. Wie ist Ihr Resümee? Ja, das betrifft natürlich jetzt weniger die Theoretiker, also die hatten ja dann auch sofort den Konflikt, also Adorno dass die Studenten dann auch irgendwie mit ihm unzufrieden waren und das eben zu abgehoben fanden und eben Praxis riefen oder was immer das heißen soll. Man würde, soziologisch würde man sagen, man braucht sich das ja nicht ausdenken, man muss ja einfach sagen, was ist denn dann die Praxis? Was ist denn das so, eine Praxis? Und lässt sie sich mit Theorie
vereinbaren? Oder würde man sagen, nein, also es gibt dann eine Stelle in der Universität, wo sich das vereinbaren lässt, nämlich in dem Lehrstuhl für Theorie. Der ist gleichzeitig praktisch, also im Sinne von, wird bezahlt und so weiter und lehrt und so. Und theoretisch, aber sonst muss man sich, glaube ich, schon entscheiden, was man macht. So, und man kann diese Theorien jetzt nicht, man kann jetzt nicht irgendwie die ästhetische Theorie nehmen und damit eine Kunsthalle betreiben oder sowas, ja. Oder eine Werbeagentur oder ich meine, Adorno hat diese lustigen Erfahrungen in Amerika gemacht, dass er dann den Rundfunkleuten Vorschläge machte, was sogar aus seiner Theorie für Rundfunksendungen folgen sollten. Die haben natürlich nur den Kopf geschüttelt und es ist sehr lustig, also Rundfunksendungen, in denen Toscanini niedergemacht werden sollte und solche Dinge, weil er aus seiner Theorie her war das ein schlechter Dirigent und so. Und dann haben die gesagt, aber die Leute hören den so gern, wir können den jetzt hier nicht fertig machen im Radio. Also so, da muss man sich, glaube ich, entscheiden. So, und jetzt ist es interessant, glaube ich, nach 68 oder 70 und so, dass man ja sagen kann, der Marxismus, der hinter vielem stand, und auch die Psychoanalyse sind jetzt nicht wirklich aufgeblüht danach. Ne? Das ist doch eher ein Räumen dieser Position oder ein ins Metaphorische verschieben oder ins nicht mehr so Zentrale. Ja? Das würde man, glaube ich, schon bei Habermas sehen können, dass man sagt, dass da wird, also so ein ganz scharfer Theoriestil wird da eigentlich rausgenommen. Ja? So, und dann wird, und ich, andere haben dann Klassiker-Exegesen gemacht, also die Franzosen gehen dann sehr doch in Beschäftigung mit antiken Texten oder mit Texten überhaupt, mit Literatur. Und so dass ich eigentlich jetzt so aus der soziologischen Perspektive sagen würde, nach 68 gibt es noch zwei Theorien irgendwie, die so übrig bleiben. Das ist Luhmann und Bourdieu, wenn man das eine Theorie nennen will. So. Und die machen so weiter irgendwie ihre Sachen. Und danach ist nicht, da ist nicht mehr so viel auf diesem Anspruchsniveau aufs Ganze zu gehen. Beim Habermas geht es stärker ins Normative, das erben Sie jetzt irgendwie. Irgendwie schon. Ja, dass man da sagt, Recht, Moral und so. Aber diese ganzen Sachen mit Ich-Konstitution und Linguistik und so, das geht eigentlich raus. Also das ist nicht mehr so das Hauptgeschäft. Es wird philosophisch, würde ich sagen. Und das ist sicherlich so etwas, jetzt darf man sich darüber aber nicht beschweren, weil man muss einfach sehen, im ideengeschichtlichen Maßstab kommt sowas wie 1965 bis 68 oder 1781 bis 1812 oder wie man es jetzt sagt, das kommt halt alle 100 Jahre mal vor. So eine starke Verdichtung immenser theoretischer Anstrengungen, Abstraktionsleistungen, Ausgriffe aufs Ganze. Und es wird auch immer schwieriger, weil es gibt die Wissenschaft und dann ist es eben einfach eine sehr harte Sache, sich gleichzeitig über Recht, Wirtschaft, Kunst und ich weiß nicht, Tennis zu informieren und zu sagen, ich habe für alles eine Theorie. Fußball. Das ist sehr schwierig. Ja? Das Lektürepensum ist enorm, wenn man das machen möchte. Und dann kommt das einfach, wie soll man sagen, das ist einfach ganz unwahrscheinlich, dass das häufig vorkommt. Insofern darf man nicht traurig sein, dass wenn es das 1968 gab, dass es das 2018, 50 Jahre danach, in dieser Ausprägung so nicht mehr gibt. Das ist okay. Praktisch erwartbar. Vielen Dank. Klaus Günther, was haben wir denn geerbt ganz genau? Was hält noch an oder brauchen wir jetzt was anderes? Also ich würde sagen, also wie Herr Kauber auch gesagt hat, die Theorie, die aufs Ganze geht, das ist, glaube ich, heute nicht mehr zu machen. Und ich glaube, das gehört auch zu den möglicherweise frustrierenden Erfahrungen vieler 68er, die dann in den 70er Jahren. Und ich meine, da ändert sich ja sehr vieles. Also ich meine, Foucault, gut, damit hat er auch schon vorher angefangen, also wahrscheinlich sozusagen avant la lettre, aber er macht, in den 70er Jahren wird das dann allgemein bewusst. Ich meine, der geht in die Archive und liest Krankenakten oder Gefängnisakten oder sowas. Und das ist nicht mehr, also, obwohl Foucault auch dafür verwendet werden kann und vielleicht auch ab und zu so aufgetreten ist, dass er sagt, na, ich habe doch noch eine Machttheorie,
die sozusagen letztlich aufs Ganze geht. Aber der, dieser Anspruch, glaube ich, der wird immer weiter zurückgenommen. Und das hängt natürlich auch zusammen mit, Herr Kauber hat es auch schon gesagt, damit, dass die Wissenschaft sich eben weiter ausdifferenziert. Und ein Effekt von 68, gerade in der Gesellschaftstheorie, in der Soziologie, ist vielleicht gewesen, das könnte man vielleicht mal irgendwie statistisch untersuchen, erstmal eine enorme Produktion von soziologischen Publikationen, die dann irgendwann kaum noch zu überblicken sind. Und ich glaube in der Tat, das ist heute irgendwie nicht mehr zu machen. Also es gibt ja in dem Sinne auch eigentlich keine wirklich soziologischen Großtheorien mehr. Ich meine, Luhmann war sozusagen nur so einer der letzten, der über Kunst der Gesellschaft, Recht der Gesellschaft, Religion der Gesellschaft, Wissenschaft der Gesellschaft, Wirtschaft der Gesellschaft, sozusagen ja jedes Jahr sozusagen ein anderes soziales Teilsystem. Ich habe mir nochmal angeguckt vor der Diskussion den Aufsatz von Habermas, das war ja eigentlich ein Vortrag, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, das war vor dem kleinen Surkamp-Bändchen. Ich meine, was der auf diesen paar Seiten zusammenzieht, ja, an Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie, Psychologie und so weiter. Ja. Ich meine, das ist, also ich glaube auch ein Habermas würde das heute nicht mehr schaffen. Der müsste keine Anträge schreiben. Das alles zu integrieren, genau, sozusagen in eine Theorie der Legitimationskrise moderner Gesellschaften. Und das ist, glaube ich, das ist einerseits ein Effekt von 68, aber auch einer, der dazu führt, dass sozusagen die Möglichkeit einer solchen umfassenden Theorie auch weniger oder sozusagen die Möglichkeit geringer wird. Und dann kommen natürlich noch andere Phänomene hinzu. Wir leben im Zeitalter des Pluralismus, der Globalisierung, massiver technologischer Entwicklungen und all das sozusagen heute noch in eine Großtheorie zu spannen, ist, glaube ich, auch nicht mehr möglich. Und dann kommt noch sozusagen als Letztes hinzu, nämlich das, was Ulrich Beck mal kritisch den methodologischen Nationalismus vieler Soziologen genannt hat. Sozusagen, wenn Adorno und andere von Gesellschaft sprachen, dann hatten sie eigentlich so die Gesellschaft um sich herum vor Augen. Oder sie sagten dann das für moderne Gesellschaften oder sowas. Aber sie haben eigentlich sozusagen in dem Sinne keine, also außer Luhmann, der relativ früh die Weltgesellschaft entdeckt hat, sagen, sie haben nicht sozusagen in einem globalisierten Horizont gedacht. Auch das müsste man heute tun, wenn man sinnvoll und ausgreifend über Gesellschaft reden wollte. Und auch das ist, glaube ich, nur auf einer sehr hohen Abstraktionshöhe zu machen. Also gut, dann haben wir zweimal, warum das heute eigentlich nicht mehr geht. Die nachgeborenen Perspektive des Kulturwissenschaftlers und Historikers hat im letzten Satz des Buches die Zukunft, ich glaube sogar im Epilog, und der heißt After Theory, die Zukunft der Theorie ist ungewiss. Bleiben Sie dabei, Herr Feld? Ja, was Besseres ist mir damals nicht eingefallen. Und heute? Ich probiere es mal. Also ich glaube A, natürlich, dass da so generationelle Perspektiven, da kommen wir nicht raus. Also das höre ich jetzt auch bei meinen Vorrednern. Ich glaube, die Theorie ist immer auch, oder was man darunter versteht, idealtypisch, ist mit Bildungsbiografien gekoppelt. Und diese idealtypische Theorie ist vielleicht die, die man irgendwie mit Anfang 20 oder so kennengelernt hat. Alles, was danach kam, erfüllt dann diesen Anspruch nicht mehr ganz. Insofern würde ich sagen, als ich in dieses Genre hinein sozialisiert worden bin in den 90er Jahren, gab es das definitiv noch gut. Es wurde ja auch Luhmann gelesen, Adorno kaum. Und ich würde aber auch sagen, heute ist zumindest diese existenzielle Relevanz, auch dieses Wahrheitsprivileg, könnte man vielleicht sagen, von Theorie, definitiv nicht mehr gegeben. Das hat aber nicht unbedingt damit zu tun, dass diese Texte nicht mehr geschrieben werden. Gut, das ist nun auch tatsächlich meine Perspektive. Sie werden aber, selbst wenn sie geschrieben werden, nicht mehr in dieser Weise gelesen. Sie sind, wie Sie vorher gesagt haben, Werkzeuge, die in bestimmten akademischen Disziplinen funktionieren. Und das werden sie auch weiterhin. Theorie ist einfach integraler Bestandteil auch von Wissenschaft. Natürlich, Wissenschaften haben Theoriekrisen und so weiter. Ich glaube, es gibt im Moment, ich habe durch Zufall noch mal einen Aufsatz in die Hand bekommen, ein paar Jahre alt, von einem jemand, der hat dann einen Lehrstuhl für Gesellschaftstheorie, und der schreibt über The Meaning of Theory, also eine semantische Analyse der verschiedenen Bedeutungen, die dieser Begriff heute in der Soziologie hat und warum das ein Problem darstellt. Also es gibt, innerakademisch gibt es diese Debatten, die
politische, existenzielle, gesellschaftliche Relevanz aus vielen Gründen, über die wir heute wahrscheinlich keine Zeit mehr haben zu diskutieren, ist zurückgegangen. Darf ich ein ganz kurzes Zitat vorlesen? Ich habe das durch Zufall gefunden. Ich glaube, das ist ein Otto Liebmann, ich glaube, ein neukantianischer Philosoph im späten 19. Jahrhundert. Der hat 1884 ein Buch geschrieben, das hat trägt den schönen Titel Der Klimax der Theorien. Und ich lese zwei, drei Sätze daraus vor. Da schreibt der Liebmann: Der Hang zum Theoretisieren scheint nämlich gleich anderen menschlichen Neigungen einem Wechsel von Ebbe und Flut unterworfen zu sein. In ursächlichem Zusammenhang mit kulturgeschichtlichen Faktoren mannigfacher Art erlebt er alternierend seine Maxima und seine Minima. Es gibt Zeitalter, in denen er zur förmlichen Monomanie anschwillt und das bescheidenere Bedürfnis nach einfach beobachtender Kenntnisnahme des Tatsächlichen auf hypertrophische Weise überwuchert. Es gibt andere Zeitalter, in denen er unter Null hinabsinkt und von eben jenem ihm antagonistischen Bedürfnis völlig zurückgedrängt scheint. 1884. Damit möchten wir abschließend Herrn Wiggershaus, dem man vielleicht doch auch schon am ehesten als Zeitzeugen mit bezeichnen könnte, die abschließende Conclusio auf diese Fragestellung überlassen. Das ist wohl unvermeidlich die Rolle, die man durch das Alter bekommt. Verzeihung. Denn als ich mir vergegenwärtigte, wer hier zusammensitzt, merkte ich, plötzlich bin ich der Älteste. Das heißt, da hat sich einiges angesammelt, das scheint zu verpflichten, ist aber auch ein bisschen eine Belastung. Und ich fühle mich jetzt noch jung genug, um recht unbeschwert also zu reden. Wenn ich an 1968 und Theorie denke, dann ist es so, dass es wirklich eine Weitung des Blicks mit sich brachte für vielerlei Probleme, die eben nicht nur auf dieses Land hier begrenzt waren und auf eine bestimmte Schicht, sondern die wirklich sich als ziemlich weltweite Probleme erwiesen. Und wenn man von heute aus das sieht, würde ich sagen, seitdem haben viele Probleme sich nur verschärft. Wenn ich auch allein an dieses Thema Umwelt und Umweltethik und Klimawandel denke, ist es so, dass ohne dass man es jetzt suchen müsste, dieses Problem, wie verhält sich der Mensch als ein Stück Natur innerhalb dieser nichtmenschlichen Natur, dass alle diese Probleme, die da auch sehr gut diagnostiziert wurden, nach wie vor unsere Probleme sind, die sich weiter zugespitzt haben. Sodass man sagen könnte, Philosophie oder auch Theorie ist zur Schärfung des Problembewusstseins gar nicht mehr nötig, weil diese Probleme im Wesentlichen geblieben sind und sich weiter verschärft haben und heute ganz offen zutage liegen. Und diejenigen, die zu solchen Problemen am ehesten was sagen können, findet man dann wirklich unter den Wissenschaftlern selber. Das ist also bei dem Thema Klimawissenschaften sehr deutlich. Und wenn man in dieser Beck-Reihe Wissen sich anguckt, was dann Autoren wie Herr Schellenhuber und so schreiben, das lässt sich durch keinen kritischen Theoretiker übertreffen. Vielen herzlichen Dank für das Resümee. Und an der Stelle möchte ich mich schon mal beim Podium bedanken, aber jetzt ins Publikum übergeben würden. Wir würden uns über Ihre Fragen in diesem Zusammenhang freuen.